Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Spray TV. Ich begrüße Sie ganz herzlich beim Spiel der Star Wars Rosenheim gegen die Memmingen Indians. Es ist hier in Rosenheim Druck auf den Kessel, das können Sie mir glauben. 9 der letzten 10 Spiele wurden hier verloren. Deswegen auch die Fans heute nicht in der Kurve, zumindest nicht in der Menge, wie wir es gewohnt sind. Es gibt einen Fanstreik im ersten Drittel. Deswegen kein Support hier von den Rängen. Aber gut gestört von den Rosenheimern, die jetzt natürlich gegenkontern. Schön gemacht. Tor! Und da ist das Tor. Da ist das 1:0. Da spielt Beindl nochmal zurück auf Alexander Höller. Der Neuzugang macht hier das erste Tor im ersten Drittel. Ich würde auch sagen, verdient herausgespielt von den Rosenheimern. Zick. Zick kann schießen. Zick. Und da ist der Abschluss, ist im Tor. Da ist das 2:0. Zick, wunderbar hier. Kriegt die Scheibe dann nochmal durch Zufall. Zieht dann ab. Und da ist es, glaube ich, Slanina. Slanina, der das Tor macht. Alex, überall, kann man sagen, wieder mit der Passchance. Und da ist das 2:0. Aber wieder Höller hinterm Tor. Spielt diesen tollen Pass. Und Vitala macht das 3:0. Schön von hinten herausgespielt. Dieser Höller ist jetzt schon unglaublich wichtig für das Rosenheimer Spiel. Legt da das nächste Tor auf. Auch wenn ein bisschen glücklich natürlich, dass der Punkt dann so schön vor Vitala runterkommt. Draxinger versucht erst alleine. Hat keine Anspielversuche. Und jetzt nach hinten. Pauker spielt sich an allen vorbei. Spielt sich durch. Und da ist das Tor. Und da ist das Tor. 4:0. Aber ich glaube, es wurde ein Memminger angeschossen. Aber das sehen wir gleich in der Wiederholung. Ich hätte gesagt, dass Buchelli den Puck gekriegt hat. Und schauen wir nochmal. Ah, schwer zu sagen. Vielleicht haben wir da über Tor. Ah, ich glaube. Buchelli. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Okay. Auf jeden Fall. 4:0. Diese Situation hatten wir doch sehr oft. Sie stehen aber auch wirklich tief, sodass sie nicht wirklich, also sie gehen nicht wirklich auf den. Oh, was eine Granate! Meine Güte! Meier, oder? Nummer 14, ja. Meier, ja. Was eine Granate! Einfach mal von der blauen Linie abgezogen. Einfach mal durchgezogen. Gute Chance da. Von wem? Alex Höller. Riesenchance. Der da den Punkt Beindl. Und da ist es. Höller. Wieder Höller vorbereitet. Höller auf Beindl. Und damit das 6:0. Das war doch relativ einfach. Selbst nach der Riesenchance von Höller. Was Sie jetzt natürlich nicht sehen können. Neumann steht schon unten in der Box. Genau, will schon wieder raus. 15 Sekunden. Und da ist das Tor. Da ist das Tor. Das 6:1. Der Ehrentreffer jetzt für Memmingen. Schauen wir nochmal in der Wiederholung. Wäre natürlich schön gewesen für die Rosenheimer hier 2:0 zu sein. Einfach ein Schuss. Und da wird der Schläger hingehalten. Stotz, Mann, Stotz war es, soweit ich es gesehen habe. Der Mann ist einfach überall. Würde mich nicht wundern, wenn er nachher noch den Bus der Memminger heimfährt. Überall dabei, Vitala jetzt. Zurück auf Beindl, in die Mitte auf Höller! Da ist er! Unglaublich. Höller mit seinem zweiten Tor heute. Zum 7:1. Ja, der Mann ist ein Phänomen. Das ist natürlich ein Einstand. Unglaublich. Schauen wir uns das nochmal an. Da spielt Vitala auf Beindl. Der sieht Höller komplett frei. Der braucht nur den Schläger hinhalten und macht da das Tor. Sensationell hier. 7:1. Die richtige Antwort auf den Ehrentreffer der Memminger. Schauen wir nochmal hin. Ja, das ist natürlich einfach. Daniel Malgut moderiert. Freuen Sie sich drauf. Und jetzt, liebe Zuschauer, noch eine Sekunde. Und das Spiel ist vorbei. Ja. Unterm Strich war es dann doch ein deutlicher Sieg. Und liebe Fans, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich bedanke mich bei dir heute. Ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht. Auch bei Ihnen. War wunderbar. Auch gerade zu einem so verdienten Sieg von den Star Wars mit dem 7:1. Genau.